Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist ein sehr großer Tag, das ganze Wochenende wird richtig spannend und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Es geht ein großer Traum in Erfüllung. Ihr habt es ja schon im Titel gesehen, also ich muss kein Geheimnis mehr darum machen. Wir fahren nach Aachen zum Skio Aachen. Ich war ja einmal letztes Jahr bereits da, als das große Turnier halt eben war. Diesmal sind wir tatsächlich selber zum Reiten dort. Natürlich reite ich dort keine Prüfung oder bei irgendeinem Turnier mit. So weit sind wir dann auch noch nicht. Aber wir haben halt eben die Möglichkeit, obwohl wir jetzt noch in keinem mega hohen sportlichen Bereich sind, dort einmal im Deutsche Bank Stadion reiten zu dürfen. Und das ist natürlich unglaublich, dass wir ja in diesem Stadion einfach reiten dürfen, Valli und ich. Und dazu gibt es dann danach auch noch mit Dorothee Schneider eine Videoanalyse, also super Coaching. Und man kann halt einfach eine Aufgabe dort im Deutsche Bank Stadion reiten. Ich habe mich jetzt für eine L-Dressur entschieden, die LR1. Denn genau, die müssen wir eh öfter mal auf Turnier reiten. Und dann haben wir natürlich die perfekte Trainingsgelegenheit dort. Und ich freue mich extrem darauf. Wir sind gerade schon dabei, hier alles vorzubereiten. Weil die Futter hat gerade noch, aber gleich hat natürlich auch noch was im Anhänger. Der Anhänger ist auch schon angehangen. Sagt man das so? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist der Anhänger dran. Genau, das Fahren jetzt machen wir aber gleich noch voll, das ist noch nicht fertig. Alle Sachen sind auch im Auto und wir fahren jetzt auch gleich los. Und ja, es kann jetzt auch wirklich sofort losgehen. Ich mache Welli jetzt noch transportbereit und dann geht's auf eine recht lange Fahrt, denn wir müssen ja schon ein bisschen weiterfahren. Vor allem mit Anhänger dauert es ja immer noch mal ein bisschen länger. 3, 3,5 Stunden kann das schon dauern. Aber Welli fährt auch nicht alleine, er kriegt gleich noch Gesellschaft. Genau, aber jetzt geht's gleich erstmal los. Wir sind bereit. Welli hat seine Transportgamaschen dran, sonst nichts. Wir sind jetzt auch nicht großartig rausgeputzt heute, denn heute reisen wir erstmal an. Wir reiten da heute noch nicht. Ja, heute ist nur die Anreise und dann morgen gibt es dann den Ritt. Also die Fahrt ist ja recht lang. Deswegen wollen wir halt lieber erstmal noch eine Nacht dort schlummern. Und genau, der Anhänger ist jetzt halt schon fertig. Wir haben jetzt auch das Heu da drin. Genau, jetzt ist alles bereit und Wellis Kollege kommt auch gleich. Ja, wir warten jetzt noch kurz und genau, jetzt fahren wir dann halt auch gleich los. Wir sind jetzt gerade angekommen und werden die Ponys jetzt gleich mal ausladen. Und es ist einfach so verrückt. Dort ist das Deutsche Bank Stadion, also echt krass einfach. Dass wir dort morgen auch reiten werden, ist natürlich unglaublich. Wir haben uns den Stall jetzt gerade schon einmal angeschaut, sieht echt schön aus. Ich glaube, die Pferdchen können da auch gut nächtigen. Und bringen sie da jetzt mal rein, werden sie dann füttern, allgemein einfach versorgen. Und kommen wir morgen früh wieder und dann geht's wirklich richtig los. Ich freue mich sehr drauf und jetzt laden wir mal aus. Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. Wir sind jetzt gerade noch mal ins Deutsche Bank Stadion reingegangen. Es ist einfach stockduster schon und ich war hier halt noch nie so nah dran, also ja, schon echt verrückt. Es ist halt gerade auch natürlich komplett leer und vor allem dort saßen wir einfach letztes Jahr und dieses Jahr werden wir auch wieder hier sein, so als Besucher und verrückt irgendwie, dass man dann hier einfach mal selbst geritten ist. Also natürlich nicht ganz auf dem Niveau wie die Leute, die hier reiten, aber gut. Ganz kurz mal eben. Ist schon gruselig irgendwie, ne? Morgen ist Valli hier drin. Einfach mega heftig, dass der kleine Valli hier morgen laufen wird. Also vielen Dank auf jeden Fall auch an das Skio Aachen Team, dass ihr mir das ermöglicht, dass ich hier reiten darf. Also echt krass. Und jetzt rechts aber auch erstmal, jetzt gehen wir auch langsam mal ins Hotel, denn es ist jetzt auch wirklich schon etwas spät, wie man unschwer auch erkennen kann. Es ist ja auch dunkel. Es ist jetzt der nächste Tag und wir flechten Valli jetzt gerade schon ein. Ich habe schon ganz bisschen angefangen, also noch gar nicht viel. Aber das machen wir jetzt noch in Ruhe, denn wir sind erst um 13.20 Uhr dran. Von daher, es ist jetzt gerade 10 Uhr oder so, 10:30. Ja, also wir haben auf jeden Fall genug Zeit. Flechten jetzt in Ruhe ein und genau, das machen wir jetzt mal. Valli, er ist so lustig. Du bist ein lustiger Kerl. So. Valli ist einfach ein süßer Kerl. Bin echt gespannt, was der gleich sagt da im Stadion. Aber seit der Equitana finde ich es eigentlich immer albern, wenn er sich erschreckt, weil das war ja eigentlich die absolute höchste Gruselsache. Aber man weiß ja nie. It's true. It's time for me to street things out. Yeah, yeah. Gotta help me.
wir haben jetzt fertig gemacht. Welly ist schön herausgeputzt. Wir haben hier, ja, unser schönstes Outfit drauf. Mal gucken, was Welly gleich da im Stadion sagt. Ich bin sehr gespannt, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt sehr drauf. Meine letzten Worte sind... Los geht's! Wir sitzen jetzt schon bei der Videoanalyse bei Dorothee Schneider. Richtig, richtig cool. Ja, wir haben uns gerade meinen Ritt angeschaut und ich konnte einige Tipps auf jeden Fall mitnehmen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Mach weiter so. Hast du gut gemacht und du hast eine schöne Prüfung hier geritten. Wenn Danke. Du die Dinge so ein bisschen verinnerlicht, die ich dir erklärt habe, dann wirst du da, glaube ich, auch noch was einiges verbessern können. Viel Erfolg dafür. Dankeschön. Gerne. Ja, jetzt haben wir alle Stationen absolviert und fahren jetzt gleich nach Hause. Also es war wirklich richtig, richtig cool. Also ja, einmalig auf jeden Fall diese ganzen Chancen, die man einfach jetzt hatte, einmal hier im Deutsche Bank Stadion reiten zu können und auch dann die Analyse mit Dorothee Schneider und auch die ganzen anderen Stationen, also auch mit den super Beratungen. Das war halt wirklich sehr interessant auf jeden Fall. Und genau, jetzt werden wir Welly mal, ja, schon mal fertig für die Fahrt machen und dann genau, gehen wir gleich nach Hause. Er hat es ja auch heute echt klasse gemacht. Ich habe, glaube ich, noch gar kein richtiges Fazit zu meinem Ritt gegeben. Ich bin natürlich sehr zufrieden damit. Also Welly hat sich ja super benommen. Wir haben eine 7,3 für seinen Ritt bekommen. Es war jetzt kein Turnier oder so, aber trotzdem gab es so eine Note, wie man halt auf dem Turnier dann so gewesen wäre. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Für die Ältere so auch. Und genau, jetzt holen wir den Süßen mal. Welly ist so süß. Ja, Welly wurde ja auch noch... behandelt osteopathisch und hat so eine Massage bekommen. Uns wurden noch ein paar Tipps gegeben, was wir machen können, da Welly ja schon ein bisschen auch im Rücken so durchhängt mittlerweile. Er ist ja auch schon etwas älter. Aber da hat uns noch ein paar Tipps gegeben, wie wir das, ja, wie wir ihn gesund halten können. Also man konnte auf jeden Fall echt einiges von diesem Tag mitnehmen. So, dann lass uns jetzt losgehen. Komm, Welly. Das Outro ist mal wieder sehr komisch, denn ich habe vergessen, eins aufzunehmen wieder mal, deswegen jetzt so. Aber ich glaube, es braucht nicht mehr viele Worte. Man hat ja alles eigentlich gesehen, es war wunderschön. Ich wollte euch nur noch sagen, falls ihr euch halt jetzt fragt, ja, wie man dort eben hinkommt, in Aachen mal zu reiten, ohne dass man jetzt irgendein Top-Sportler ist, was ich ja auch nicht bin, ja, wollte ich euch jetzt einmal noch kurz erzählen, denn es ist ja wirklich, finde ich, eine unglaubliche Chance und halt richtig, richtig cool, dass das halt so ermöglicht wird vom Shio, denn ja, es gibt halt wirklich für normale Reiter, sage ich mal, die Chance, durch den Shio Aachen Campus, genau, an so einem Trainingstag, wie ich ihn heute auch gemacht habe, teilzunehmen. Ich werde euch alles dazu in meine Infobox verlinken. Schaut da gerne vorbei. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!